Es gibt definitiv keine andere Möglichkeit, dass man das wirklich immer wieder wiederholt. Die einfachen Sätze, darum sage ich jetzt, der Erfahrungsaustausch. Es gibt keinen Erfahrungsaustausch, was diese Pixel auf dem Bildschirm jetzt oder der vom Computer sitzt, irgendwas erfahren könnte. Was ausgedacht ist, erfährt nichts. Bevor du das nicht akzeptierst, du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch und dich selbst ausdenkst. Und du bist nicht gefeit. Du fällst immer wieder zurück in deine Vorurteile. Du fällst immer wieder zurück in den Zweifel. Ich mache jetzt einmal die Ausgangsbasis und ich rede jetzt erst einmal bewusst chronologisch, raumzeitlich. Das bei meinem letzten Gespräch mit Rede und Diana merke ich an der Physiognomie des Pixelmännchens, das ich aus meiner Udo-Perspektive sehe, dass beim Redo wieder was gärt. Wir müssen nicht reden. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Geistesfunken jetzt, die in ihren Programmen, in ihren Elekt so viel rein theoretisches Holo-Feeling-Wissen drin haben wie der Redo. Ich weiß nicht, der hat Tausende, zigtausende von Einträgen für den Gematrie-Explorer geschrieben, hat die Wörter durchgefächert. Da ist die Theorie ist vollkommen da. Aber die Theorie nützt nichts. Du wirst merken, dich fällt wie aus dem Nichts wieder eine Zukunftsangst. Das sind kleine Reizauslöser. Es ist die Arroganz. Ich sage jetzt mal hier in unserem Chat, wenn ich immer wieder sage, du kannst jetzt mit deinem Charakter von dem Chat nichts wissen, der auch nicht wichtig ist, darum geht es nicht. Es geht rein um die Geschichten. Das erwähne ich kurz vorneweg mit der Vogobologie, glaube ich, richtig ausgesprochen. Das ist eine Internetseite und ich rede jetzt in der Vergangenheit. Das ist eine Österreicherin und die hat ganz tolle Sachen gemacht mit der Sprache, aber immer aufbauend auf der Grammatik, auf der Vergangenheit. Also sehr interessiert für Sprache. Da ist auch Video drin, glaube ich, zeitlich gesehen, jetzt ausgedacht vor 6 Jahren, irgendwie in einem ISO-Kanal, im Jetzt-TV, weil man da wirklich über die Sprache Lebenshilfe machen kann. Und da war in irgendeinem Selbstgespräch, habe ich diese Internetseite angesprochen und ich sagte, es sind die Ansätze für ein Sprachinteresse, für ein Interesse, da war ich schon da, aber es ist nur aufbauend auf chronologischem Denken. Und jetzt ist es interessant, so der Schwerpunkt, soweit ich mich als Udo erinnere, waren eben die Verben, die Zeitwörter. Und ich sage, die Grammatik ist in unserem Konstruktprogramm unheimlich wichtig, weil die Grammatik verändert deine Vorstellung von Zeit. Das heißt, die Verben, die Zeitwörter, wie wir das im Deutschen ja nennen, ermöglicht dir hier und jetzt was zeitlich woanders hinzudenken. Obwohl du das trotzdem hier und jetzt denkst. Ich spreche jetzt jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt zu dir. Ich habe zu dir Worte gesprochen. Ich werde zu dir Worte sprechen. Er sprach, er wird sprechen. Diese Grammatik erzeugt, wenn du das jetzt denkst oder Worte, geschriebene Worte siehst, dass das irgendwann in der Vergangenheit passiert ist oder in der Zukunft passieren wird, obwohl es doch definitiv hundertprozentig sicher bloß jetzt von dem Denker gedacht wird, der sich diese Worte denkt. Darum ist die Grammatik sehr wichtig für den Aufbau einer raumzeitlich vorgestellten Welt. Ist aber sehr trügerisch, wenn du nicht weißt, dass du das jetzt denkst. Weil jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Und ich will ganz, ganz kurz da zurückgehen. Und ich habe das in einem Selbstgespräch, habe ich diese Internetseite erwähnt, dass wir uns jetzt jemanden ausdenken, die Ramona. Betreiberin dieser Ramona, muss ich mal meine Romana und Ramona, der Zandre, eine Ramona, eine Österreicherin, die ja ganz fein spricht und das ganz lieb macht und demütig macht, wenn man sich einmal ein Video von ihr anschaut. Aber sie hängt halt in der Falle noch des chronologischen Denkens. Und wie ich das erwähne, irgendwer, ich weiß nicht wer, Gott wahrscheinlich, hat jetzt dieses Video auf ihre Internetseite gestellt und sie ist jetzt bei uns in dem Chat drin. Gestern hat sie einen Eintrag gemacht und da habe ich mich als Udo jetzt, ich rede jetzt als Udo, richtig gefreut, weil mir oft in den Fingern juckt. Ich habe oft Gespräche mit dem Redo geführt, dass bei vielen, die hier Interneteinträge machen, wo man merkt, da ist die Interesse und der Ansatz da, aber die sind noch so in dem ESO-raumzeitlichen ESO-Vorstellungsdenken drin. Und ich habe bei dieser Internetseite habe ich in Bezug auf das, was die spricht, habe ich gesagt, der müsste, wenn die Holo-Feeling sieht, bei ihrem Interesse an den Worten, müsste ihr das Herz aufgehen. Und jetzt kommt es in den Eintrag, sie hat sich auch dann Jahre danach bei der Diana gemeldet, wo sie sagt, er ist wirklich blind. Du bist erst einmal beleidigt, wenn dich einer auf das anspricht, was du nicht hören willst. Und dann hat sie ihm reingeschrieben gestern, jetzt ist mir das Herz aufgegangen, aber was mich eigentlich gefreut hat, war nicht, ob Holo-Feeling oder nicht, sondern der Weg in die Freiheit ist die schonungslose Selbstbeobachtung. Dieser einfache Satz, wenn ich als Udo sage, beobachte dein Interpretations- und Wertesystem und schau in dich rein und mach dir schonungslos bewusst, was dir dein Ego aufzwingt an Gedanken.
Das ist zum Beispiel die Sache, ich wiederhole mir selber, dass du irgendwann einmal merkst, wie oft ich das wiederholen muss. Schau jetzt zur Tür hin. Wo war die ganze Zeit die Türklinke? Die jetzt, wenn du den Kopf drehst, auf deiner Fahrerbrille auftaucht. Sie hat nicht existiert. Ich könnte auch sagen, denk jetzt an deine Beine, wackel mit den Zehen. Das habe ich auf tausenden Selbstgesprächen. In dem Moment, wo ich das anspreche, taucht es in dir auf, wenn du den Gedankengang mitgehst. Und jetzt sage ich, schau in dich rein und mach dir schonungslos bewusst, was du noch glaubst. In deinem Alltagsbewusstsein. Und dann wirst du dir eingestehen müssen, dass die Sachen, die du jetzt denkst, in deinem normalen Denken, ohne dass du dran denkst, der Glaube noch in dir ist, dass das, was du jetzt in einem ständigen Wechsel zu sehen bekommst, als Information unabhängig von dir da außen existiert. Das ist der eigentliche Bruch des zweiten Gebotes. Und jetzt bringt mir irgendeinen Moslem oder irgendeinen Christen oder irgendeinen Juden, der das nicht glaubt, in deiner Welt. Bring mir einen einzigen. Und für Juden und für Christen und für Moslems, egal in welcher Sekten dieser Glaubensgemeinschaften, in welcher Sekte, in welcher Unterform du dich zurzeit gedanklich bewegst, du brichst das zweite Gebot. Da gibt es nichts, da diskutiere ich mit keinem drüber, das ist das, was ist. Ob du ein tiefgläubiger Moslem, ein Jude, ein ultraorthodoxer Jude, ein Zionist, egal was du bist, du brichst dieses zweite Gebot. Und es ist wichtig, dass man das für sich akzeptiert und jetzt in Bezug nochmal auf diese Ramona, dass er hier eine schonungslose Selbstanalyse macht. Dass sie zum Beispiel sagt mit ihrer Internetseite, dass sie niemals einen Pfennig verlangt hat für das, was er gemacht hat. Die hat eine Lebensberatung betrieben, aber vollkommen kostenlos. Das ist dann schon mal bei uns an Zeiten, wenn ich dann immer wieder sage, der war jetzt hier, den habe ich angesprochen, was ihn Namen nicht irgend, glaube ich, über ganz einfache Sätze, dass du nur Bewusstsein bist, dass die Bilder jetzt auftauchen und dann gehst du auf seine Internetseite und dann kostet halt der Lehrgang für ein paar Stunden kostet 999 Euro. Der kann es nicht verstanden haben. Solange irgendeiner glaubt, der hat was verstanden, ist ein Meister und versucht sich noch mit Geld am Leben zu halten, der belügt sich selbst. Das sind welche, die nachäffen. Ein Satz von mir, ganz wichtig. Tu das, was diese Prediger predigen. Versteh das, was die predigen. Aber tu nicht das, was sie selber machen. Jeder Pfarrer, der sich auf eine Kanzel hinstellt und aus dem Neuen Testament vorliest, macht überhaupt nichts verkehrt. Die Frage ist, lebt er das? Lebt er es selbst, für sich selbst? Und jetzt hängt es natürlich wieder ab von deinem Charakter. Du sollst ja deine Rolle weiterspielen. Darum kann das sehr vielfältig sein. Wir hatten das Thema jetzt nochmal in Bezug auf das letzte Selbstgespräch. Hast du schon einmal mit eigenen Augen gesehen, dass ein erwachsener Mann ein Mädchen vergewaltigt und umbringt? Es gibt immer Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Da gibt es jetzt zwei Ausnahmen. Es kann zum Beispiel, du kannst die Rolle eines Mädchens jetzt in deiner Vergangenheit als Frau dich zurückerinnern, dass du ein Mädchen warst und du wurdest vergewaltigt, dann kannst du diese Frage mit Ja beantworten. Weil du hast dann gesehen, dass ein erwachsener Mann ein Mädchen vergewaltigt hat, das ist nämlich das, dass du selbst bist. Sobald dir das aber einer erzählt, egal ob das Opfer oder der Täter behauptet, dass das passiert ist, kannst du es schon nicht beschwören. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, dass du selber der Täter bist, dann bist du ja der Beobachter von dir selber, also von dem Ding, das du zu sein glaubst, oder du bist das Opfer, dann bist du der Beobachter auch von dieser Situation. Aber alle, die das nur vom Hören sagen können, für die verwirklichen die Glauben, was sie noch nie gesehen haben, wenn sie das beschwören, ist es ein Meineid. Das ist jetzt die Genauigkeit. Darum habe ich auch gesagt, selbst wenn einer, es gibt Träume, wo einer beschwören kann, ich wurde von Außerirdischen entführt. Wenn du das in deinem Traum, ohne zu wissen, dass du träumst, in deiner Traumrealität, wenn das passiert ist für dich als träumenden Geist, dann kannst du das beschwören. Das ist auch der Sprung. Es gibt auch welche, die beschwören können, dass sie schon mal Hühnerfarm gesehen haben. Wo sie mein Hühnerfarm-Beispiel. Aber ich gehe mal in Bezug jetzt, um eine Zahl zu nennen, von den angeblich 80 Millionen Deutschen. Was meinst du, wie wir das mit einem Ja beantworten können? Wenn wir jetzt sagen, es sind 80 Millionen Programme, wo 80, ein Geist von einem von diesen 80 Millionen Programme träumt. Wird natürlich immer vom selben Programm geträumt, wenn wir es so setzen. Was aber auch wieder ein Gegenteil hat, was ich sage, es gibt auch KIs im Videospielen. Also die wirklich nur KIs sind, mein Multiplayer- und Singleplayer-Modus. All das, was du jetzt in der modernen Technik hast, ist
die Symbolik wird immer genau in Bezug auf das, wie du Geist selbst funktionierst. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdeckst. Und es ist jetzt nur ein allereinziger Geist. Das ist der, der jetzt mich sprechen hört. Was du aus den Worten magst, wie du dann weiterspielst, das hängt von deinem Programm ab, das heißt von deinem Schwamminhalt, deinem Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt. Und es ist halt, dass man sehr präzise werden muss, aber für diese Präzision braucht man definitiv ein Minimalwissen. Ich rede jetzt von der Quantität des Wissens. Dass ich das immer nur wiederholen kann, dass immer diese zwei Seiten, die da sind, du bist einseitig. Und ich sage ja, prinzipiell sind es einmal 16 Seiten, aber ich muss das nochmal vorneweg erwähnen mit dem Wissen selber. Das heißt, du hast jetzt einen Pool, das ist dein Schwamminhalt, das nenne ich einmal, das ist das Wissen, das du zum Denken benutzt. Das ist wie ein Programm. Und alles, was du jetzt prinzipiell zu sehen bekommst und zu erleben bekommst, entspringt aus diesem Wissen, wo du sagen kannst, das ist mein Wissen. Ich sage immer, momentan ist es ja nicht deine Meinung, sondern eine Anderung, weil du konntest dir dein Wissen nicht raussuchen, dein Schwamminhalt. Das heißt definitiv, um das kurz zu machen, egal welcher Mensch in deinem Traum auftaucht, ob du den auf der VR-Brille real hörst, dann an der Universität, ein Professor oder nur als Pixelmännchen auf dem Monitor aus dem Internet. Egal, was diese Antagonisten in deinem Traum äußern, es kommt aus dir, wenn du träumst. Du kannst dich jetzt personifiziert von dem Computer hinsetzen und ins Internet gehen. Und wenn du träumst, musst du wissen, jede dieser Milliarden dir zugänglichen Internetseiten, jede Internetseite, die du davon auf dem Bildschirm holst, kommt aus dir selbst. Das ist alles dein Wissen. Wie viel davon, wie viel Promille von Promille von Promille, was dir zugänglich ist, benutzt du zum Denken? Das habe ich so oft erwähnt. Du hängst in so einem ganz winzig kleinen Eck, in einem Nichts von einem Nichts, in dieser Ecke, wo du drin hängst. Das ist deine persönliche Daseinssphäre. Man kriegt viel Respekt vor dem Begriff unendlich. Aber jetzt kommen wir zu Wissen gehört Nichtwissen. Es gibt auch noch einen viel größeren Pool, unabhängig von der Größe dessen, was dir jetzt schon zugänglich wäre. Das ist die Gegenseite, ist das auch Wissen, ist das dir aber jetzt nicht zugänglich ist. Das ist ungefähr so, wenn man ganz grob als Computer sagt, solange du mit Basic-Betriebssystem läufst, ist dir nur das zugänglich an Programmen und Denksystemen, die mit Basic laufen. Mit einem anderen höherwertigen Betriebssystem, Holofeeling habe ich immer gesagt, ist ein viel höherwertiges Betriebssystem, kannst du noch viel, viel mehr Wissen entfalten. Und jetzt geht es aber uns ja nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Das heißt, ob du jetzt hier in der Regel in einem Bereich von einigen hunderttausend Internetseiten dich bewegst, in gewissen Themen, oder ob du diese Milliarden von Internetseiten ausschöpfst, es ist nur ein Aufblähen der Quantität. Es ist das, was der Affe extrem reagiert, dass also hier, um auf diese Ramona nochmal zurückzukommen, was sie erkannt hat, ist das einmal, dass wie sie das Video gekriegt hat, beleidigt worden, das Ego aufgebläht hat sich. Dann hat sie auch durch dann doch irgendwann einmal reingeschaut, erkannt, ich habe zwar nie Geld verlangt, aber ich muss mir eingestehen, in meinem tiefsten Innern habe ich gehofft, dass ich irgendwann einmal mit der Sache, mit dieser Lebensberatung, dass ich davon leben kann, dass ich Geld irgendwie kriege. Es ist Selbsterkenntnis. Das ist das Anfang des Gesprächs. Mach dir schonungslos bewusst, was du glaubst. Und jetzt ist mir das Herz aufgegangen. Okay. Aber es ist, schützt dich nicht, dass du selbst auf einen Stand von einem Redo immer wieder wie aus dem Nichts von einer Zukunftsangst angegriffen hast. Das geht natürlich einher jetzt mit der Diana-Geschichte. Sie ist in die Schweiz gezogen und jetzt muss sie sich melden nach so und so vielen Jahren. Das kannst du dann nochmal Selbstständigkeit, muss sie sich einen Job zumindest suchen, anmelden. Es ist eben der Zwang der Welt. Ich sage, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Ja. Das Schöne ist, du machst dir viel zu viele Rollen um deine Personifizierung. Also die Rolle, die du spielst, ist so mächtig. Und selbst wenn ich sage, ich bin ja nur Geist, wenn du es begriffen hast, es muss nur ein bisschen eine Krankheit oder irgendwas an dich hinkommen und du wirst schonungslos wieder merken, wie ein Zweifel in dir auftaucht. Das ist der Test. Es ist, solange es gute Hinplätscher zu einigermaßen geht, es aber wehe, es wird irgendwann einmal eng. Dass deine Logik keine Zukunft mehr ausrechnen kann, weil du an die Grenze deiner Logik stößt. Genau. Wir fallen ja darüber hinaus. Das heißt, du willst in einen vollkommen neuen Bereich. Das ist genau der Punkt. Einfache Sätze.
irgendwas von dir ausgedachtes Existierendes, egal ob das jetzt dein Körper ist, den du denkst, den du dann auch sinnlich wahrgenommen spürst oder irgendwas anderes. Es ist doch so einfach zu verstehen, wenn du verstanden hast, dass jeder Gedanke, jeder Moment, der da ist, mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Und dass du eigentlich der Hamster im Laufraum bist, wenn du immer versuchst, dasselbe zu wiederholen. Wobei dir das ja gar nicht genau genommen bei geistreicher Betrachtung gar nicht funktioniert. Denk an meine 200 Gramm rote Gnede, wenn ich immer wieder sage, du bist die Gnede, wir machen eine Tasse, dann formen wir die zu einem Teller um, zu einer Brezel um und dann machen wir wieder die Tasse. Diese Tasse, die jetzt entsteht, ist eine vollkommen neue, ausgeformte Tasse. Es ist immer nur die Gnede. Du selbst als Denker bist derselbe Denker, aber die Figuren, wenn du an deinen Körper denkst, ist ja jedes Mal neu. Ich habe vor 20 Jahren schon gesagt, du kannst jetzt hier in dein Gesichtsfeld deine Hand reinhalten, dann denkst du an was anderes, dann hältst du die Hand wieder rein und du meinst, es ist ja meine, es ist ja immer noch dieselbe Hand. Nein, ich sage, das ist die G-Leiche. Es ist die Hand einer Leiche. Eine Gehirnberechnung. Welt, selbst in deiner Logik, sind nämlich in der Zeit, wo die Hand nicht da war, wenn die jetzt da außen wäre, wenn du nicht an sie denkst, ist es nämlich der Fingernagel zum Beispiel gewachsen, der Fingernagel. Wenn du in den Spiegel reinschaust, du bist felsenfest davon überzeugt, Gugu, dass du immer dieselben Haare siehst im Spiegel. Dass aber die ja immer ständig, das ist wieder mein Würmchen, wo ich sage, hinfällt was weg und von dem machen wir wieder was dran. Dass das immer nur das Gleiche ist, das Existierende. Dasselbe ist nur der, der immer gleich bleibt, aber jetzt rot gelesen. Das GE-Quadrat rot gelesen. Dieses rote Ich, das ist der Leser, der in dem Buch ja gar nicht in Erscheinung tritt. Den wir uns jetzt auch wieder ausdenken. Diese Erkenntnis, dass nichts Existierendes ewig sein kann. Das ist das Schöne immer wieder, dieses Verneinung, das wir ja durchgespielt haben. Wenn du wirklich das nicht nur begriffen hast, dass dir das logisch erscheint, sondern dass das installiert ist, bist du immer noch derselbe Brösel. Du wirst dann auch merken, dass das Spiel weitergeht, dass dich wieder Angst anfällt, aber das löst sich immer mehr auf. Wieder, das habe ich dir gesagt, das ist jetzt nur die Situation mit der Diana, wirst du wieder mit dem weltlichen Zeug so massiv konfrontiert mit dem Redo-Programm. Wie viele Tausende ausgedachte, wir machen ein Zeitfenster auf, wie viele Tausende von Stunden, bis du ihn dennoch versunken hast, den Gematrie-Explorer erweitert, das sind Tausende und Abertausende von Stunden. Das heißt, wenn man dir das bezahlen müsste, ich sage immer wieder als Udo, wenn ich jetzt hier nur die letzten 20 Jahre mir für das, was ich komplett ohne den Hintergedanken Geld zu kriegen, an Gesprächen in meiner Welt, einzeln an diese Tausende, Hunderttausende von Skype-Gesprächen, Privatgespräche auf einem persönlichen Bereich, wenn ich mir als Lebensberater einen Mindestsatz von 8,20 Euro ansetzen würde, dann wäre ich stinkereich, glaube ich. Das ist eine Kohle, ja. Das ist aber jetzt rein wieder nur Worte. Man kann wieder Vorstellungen aufbauen, das wird sowas von uninteressant. Dass ich immer wieder die Stellen sage, wenn mich was freut ist, wenn mir eine Freude macht, aber die ganzen Sachen, die sind für mich wascht. Was mir am meisten am Arsch vorbeigeht, ist der Udo, der Körper vom Udo. Das sind eben diese ganzen Phasen, wo ich sage, wo ich das mit den Knie, mit der Hüfte hatte. Das ist ein Ding, das schaue ich an, wie eine Baustelle anschaue, wenn ich dran vorbeigehe. Das ist, dann bist du komplett, wenn du dieser komplett abgekoppelte Beobachter bist. Und ich erwähne nochmal in der Esoterik die Falle, in dem Moment, wo die Nahtoderfahrungen, all das, wenn ich sage, das ESO-Geschwätz, das dann abwertend klingt, was aber einfach, ich beschreibe vollkommen wertfrei, was ist. Dieser Satz von mir, wieso fressen die ihre Müsli-Scheiße rein, dass nichts in ihren heiligen Körper hinkommt. Oder die Lichtarbeiter, die meinetwegen sich von Lichtenergie ernähren, was durchaus funktioniert. Ich sage das immer wieder, es funktioniert in deinem Traum, wenn du das ausprobierst. Wenn du das wirklich ausprobieren willst, du kannst ohne Probleme 1-2 Jahre leben, ohne zu essen. Weil das, was dich am Leben hält, ist ja nicht irgendwas von außen. Du träumst ja. Aber du lebst dann in dem Wahn, dass du ein besserer Mensch bist, der geistig weiter ist, glaubst du aber immer noch, dass du der Trockennasenaffe bist. Bloß jetzt bist du ein besonderer Trockennasenaffe, weil du ja ohne Nahrung leben kannst, von Licht lebst. Ich sage, du ernährst dich nicht von Licht, du bist es nicht als Geisteswunder. Du bist die Lampe in dem Projektor, die zurzeit der Film läuft, den du dir anschaust. Und das führt uns dann im Denken, dass du
ganz klar definierst, pass auf, mir kommt gerade was Schönes in den Sinn. Geh mal den Gedankengang mit mir. Das heißt, ich bin ja du. Wir denken uns jetzt einmal hier das Jesuskindlein in eine Krippe nach Jerusalem. Und jetzt denkst du an dein Elternhaus und du denkst jetzt den, der jetzt vom Computer sitzt. Das heißt, das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, du denkst dich jetzt einmal in eine Wiege, in das Kinderzimmer deiner Eltern in die Vergangenheit. Es sind zwei Gedanken, die von dir gedacht werden. Jetzt 100%ig sicher, du bist der, der sich das eine Kind, das in der Krippe in Jerusalem hier und jetzt ausdenkt, und du bist derjenige, der sich das andere Kind in der Wiege hier und jetzt ausdenkt. Versteh doch endlich, dass du Geist was anders bist wie diese Gedanken. Okay. Ja, nur Gedanken. Das ist Holo-Feeling. Das ist einfach so. Du kannst beschwören, mich immer wieder sagt, dass du ein Kind auf die Welt gebracht hast. Die Trixi, was du aber mit Sicherheit nicht beschwören kannst, deine eigene Geburt, weil das ist wieder mein Alter. Wir sind wieder beim Thema. Das sind alles logische, wo du logische Verknüpfungen machst, die das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun haben. Du interpretierst und werdest, ohne irgendwas zu wissen, was eigentlich los ist. Du reagierst so massiv. Ich habe ein schönes Beispiel in unserem Chat. Ron hat doch die Ruth rausgelöscht. Ja. Jetzt ist ja, der Ron war ja zeitlang ruhig. Moment, ich mache den Hintergrund. Der Ron ist ja, es sind jetzt einfach Normen, die in dem Kreis sind. Das ist ja nicht unwichtig. Selbst wenn du mit Holofeeling nichts zu tun hast, du stell dir einfach vor, da wäre jetzt ein Chat, wo verschiedene Normen auftauchen, die du dir natürlich ausdenkst, aber die für dich nur existieren, wenn du an die denkst. Und wir hatten ja unser Ron-Problem schon, wo er den Chat-Normen immer jeden Tag dreimal geändert hat. Und der ist jetzt sehr still geworden. Der fängt jetzt langsam, ist auf einem guten Weg. Und was du nochmal gesehen hast, plötzlich der Ron, der fast keine Einträge macht. Ich sage, du kannst da gern was reinmachen. Es soll aber geistreich und inspirierend für die anderen sein und nicht nur ego-bezogen sein. Wobei man durchaus auch aus seinem eigenen Leben, wenn eine geistreiche Metapher im Hintergrund ist, was reinschreiben kann, wenn das auf deinem Film drauf ist. Auf jeden Fall steht da plötzlich dran, Ron hat die Ruth entfernt. Dann habe ich ja unmittelbar danach die Ruth wieder hinzugefügt. Ich kann jetzt im Nachhinein unser LoDa-Programm poltert natürlich dann sofort los. LoDa ist so der alte Grandler. Da haben wir auch übrigens zwei Charaktere. Du wirst feststellen, dass jetzt die Figuren in deinem Traum Charaktere auftauchen, die dir sehr, sehr sympathisch sind, wo du aber bei Analyse des Tierchenguckens erkennen wirst, dass das vollkommen geistlose Schleimer sind, die zwar dir nicht wehtun, aber wo du merkst, da ist kein Geist dahinter. Das ist eigentlich bloß geistlos programmierte eine KI mit Schleimscheißerei. Und es gibt welche, die dir extrem unsympathisch erscheinen, das aber die typischen, extrem liebenswerte Grandler sind in ihrer Rolle, wenn du den Charakter und die Motivationen im Hintergrund kennst. Das ist zum Beispiel unser Loda, ist er so ein extrem liebenswerter Charakter, wenn du mal durch den alten Krummelbär durchgehst. Aber jetzt kommt der Hintergrund. Du hast sofort deine Interpretation, wie auch immer. Der Ron hat natürlich sofort dann danach bei mir angerufen und hat sich entschuldigt, weil er eigentlich was Gutes tun wollte. Seine Motivation war nicht, was du dir denkst, wieso er die rausschmeißt. Ich erkläre jetzt eine höhere, auf dem Programm eine Hintergrundebene. Bei der Ruth hat mehrere Monate das Skype nicht funktioniert, ihr Computer. Darum war die nach einem riesen Schreibdurchfall eine Zeit lang immer, wir denken uns das immer jetzt, war die nicht mehr im Chat. Die hat mir zwar über Mail was, den Udo über Mail was geschrieben in ihrer Welt, weil ihr Skype nicht gegangen ist. Und dann ihr Skype, die musste dann am Computer, entweder einen neuen Computer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, dann wurde das neu eingerichtet und dann hat ihre alte Adresse hat nicht funktioniert, dann musste sie eine neue Skype-Adresse machen. Und dann hat sie mir natürlich zuerst einmal eine Kontaktanfrage von mir und ich mache dann, wenn einer hier neu die Skype-Adresse wechselt, dass ich dann die alte sofort bei mir in meinem Ordner rauslösche. Udo oder Ordner. Wir reden jetzt rein raumzeitlich, dass das eine drin ist. Und dann ist sie wieder auf Skype gegangen und jetzt ist das Problem, dass die alte Adresse ja noch drin war und mit der neuen, die aber bei ihr nicht mehr funktioniert, aber noch da ist, aus welchem Grund auch immer, hat sie die neue Adresse dazu und der Ron sitzt an seinem Computer und tut die Skype von dem Ordner, von dem Selbstgespräche-Chat durchrastern und da sind ja oft Doppeleinträge und er wollte was Gutes tun, weil die nämlich das gleiche Bild, der Eintrag war für ihn dasselbe, aber zwei Adressen im Hintergrund. Ach, das ist ja doppelt und er hat aufgeräumt und hat einen davon rausgelöscht. Und zwar genau den einen rausgelöscht,
weil der Ruth läuft. Der wollte nur den Ordner aufräumen. Das ist ja doppelt drin. Das ist der wahre Hintergrund. Und du merkst, du hast oft dann Reizauslöser und du interpretierst es so einseitig. Du lebst ja nur in der Welt einer Interpretation. Das führt uns jetzt auch wieder hier zu dieser Vokopologie. Sie kriegt, sie meint, sie hat schon der Weisheit letzter Schluss. Haben wir ja so oft schon gehabt. Die Jesus-Matrix zum Beispiel, der meint, der hat das Weltwunder mit seiner Jesus-Matrix, der übrigens überhaupt noch mal erreichbar ist. Es gibt noch mal mehr die Internetseite, das fällt alles raus. Auch der Dora-Kosmos existiert nicht mehr. Ist dir aufgefallen? Ja. Wir sind also hier, kann es das überhaupt geben, dass man sagt, doch das Internet vergisst nichts? Gibt es verschiedene, für dich, ganz einfach, es existiert nur das, was du jetzt denkst. Und wenn du jetzt schon wieder versuchst, ist der noch da, wenn er nochmal auftaucht, dann ist es abgehakt. Das ist wie beim Würmchen. Das schöne Beispiel, du hast einen gewissen Bereich an Wissen. Und der Bereich wird immer von Moment zu Moment erneuert. Und wenn du Vergangenheit denkst, das wird ja immer dümmer, umso mehr du in die Vergangenheit gehst. Und du wirst jetzt irgendwann einmal die Vergangenheit mit dem neuen Wissen, was wir jetzt austauschen, das löscht praktisch die Vergangenheit. Ich wurde von meiner Mutter geboren aus. Mit der Gewissheit, dass du Geist nicht von einem Trockennasen auf dem Weibchen geboren wurdest. Löscht sich das aus. In Ich bin, du sag ich. Das klassische Ich bin du Quadrat, Entschuldigung, das erste Selbstgespräch, das ist eine Sache, hast du schon mal bewusst mitbekommen, dass sich dein Körper ständig verändert? Was Fakt ist, der ist da, wenn du ihn denkst, und wenn du ihn nicht denkst, ist er nicht mehr da. Und wenn du ihn denkst, ist er jedes Mal wenn anders. Aber im Großen und Ganzen für dich mit deiner Logik derselbe Körper, derselbe Körper. Ich sage immer, nee, das ist nicht derselbe Geist, aber die Leiche. Eine Gehirnleiche, die du denkst, ein Gehirnprodukt, ein Verstandesprodukt. Aber du kriegst diese klassischen Alterungsprozesse erst wieder mit, wenn du ein Zeitfenster denkst mit einem größeren Abstand. Jetzt und im Vergleich dazu, wir haben wieder eine Welle und im Vergleich dazu eine Vergangenheit. Wo du dir vorher denkst, dass du natürlich auch jetzt denkst. Da bin ich immer wieder drauf eingegangen. Das trennt eben wirklich die Spreu vom Weizen. Dieses absolute, was du denkst, ist hier und jetzt, egal wo du dir das hindenkst. Und der Bruch des zweiten Gebotes. Wie habe ich in einem der letzten Selbstgespräche gesagt, es bricht nicht dir das Genick, dir Geist, aber dem das Genick, der du zu sein glaubst. Du bist dann wirklich im täglich Christus Murmeltier, in einem ständigen Wechsel. Und darum ist es auch wichtig, dass jetzt hier hüte dich, irgendwas an deinem Leben verändern zu wollen. Außer du bist dir absolut gewiss. Das ist jetzt der Punkt, wo ich in meiner Udo-Geschichte als Beispiel mache, wo ich 96 meine Firma herschenke. Jeder, der weiß, komplett auf Null gesetzt. Aber nicht, weil ich eine Belohnung wollte, sondern durch eine Erkenntnis, mit der Erkenntnis, dass die ganzen Physikbücher nicht stimmen, dass das die Sackgasse ist. Auch die ganzen Religionen chronologisch, raumzeitlich gedacht eine Sackgasse sind. Das, was mich jetzt, was auch ich immer unter dem Wort ich verstehe, was mich am Leben erhält, ist das, was mich jetzt jeden Morgen als Udo wach werden lässt. In dem Moment, wo ich wach werde und sitze als Udo da, ich bin der, der sich den Udo ausdenkt. Wer das Ding einschaltet, der erhält mich am Leben, der schaltet mich ein, jetzt kommt das Carpe Diem und er schaltet mich am Abend wieder aus. Das ist heute, der ewige Alltag. Wobei innerhalb des ewigen Alltags ist jeder Moment jetzt passiert. Und diese Erkenntnis, dass du dir nicht raussuchen kannst, was in dir auftaucht, und schon gar nicht, was wieder verschwindet. Das heißt, du kannst nicht beobachten, wie es ist, wenn du einschläfst. Du kannst auch nicht beobachten, wie es ist, wenn sich was auflöst. Das ist, da muss man mit sich spielen. Schau irgendeinen Gegenstand an. Oder denk an irgendwas, an Eisbären. Und dann beobachte dir mal, wenn die Eisbären von dir nicht mehr gedacht werden. Du wirst merken, du kriegst es nicht mit. Das ist irre. Weil solange du dran denkst, sind sie da. Du wirst zwanghaft in deinem Traum an was anders denken. Und dann kannst du natürlich wieder denken, oh, wann haben sich jetzt die eigentlich aufdenkt? Und denkst du dir, ja, bis vor so und so vielen Minuten habe ich noch das Weizenglas angeschaut. Ja. Aber wann war der Punkt, wann sich das aufgelöst hat? Die Antwort ist ganz einfach, jetzt. Ja. Weil sich praktisch vor dem ersten Gedanken ein anderer drüber legt. Und die zwei sind gleichzeitig da, wenn ich es immer so mache. Das habe ich so schön erklärt. Auch dieses Spiel Reizauslöser, Reaktion. Die Reaktion wird sofort wieder zu einem Reizauslöser, weil das ja, wir haben 16 Seiten, das wären jetzt zwei Seiten. Das Gefühl von Hunger
taucht in dir auf, kannst du dir nicht raussuchen und im selben Moment denkst du dir, ich habe einen Hunger. Diese Umtauschen deiner Information ist im selben Moment praktisch eine Reaktion und diese Reaktion, ich habe einen Hunger, dieser Gedanke, ist im selben Moment ein Reizauslöser für den nächsten Gedanken, ich muss mal Brot machen. Dann wirst du dich irgendwann, wenn die auf der Verabredung, wirst du dich in die Bewegung setzen und aus dem Wohnzimmer die Küche machen. Das ist eigentlich wie ein Perpetuum mobile, das ewig läuft. Das ist ein Perpetuum mobile. Ein Selbstbeweger. Das ist die ganze Rolle, wo du spielst. Aber es gibt doch eine Ausnahme bei dem Beobachten, dass sich etwas auflöst. Wenn man beobachtet, ich kann ja beobachten, wie sich mein altes Weltbild, das Diana-Weltbild auflöst. Das kann ich sehr wohl beobachten. Oder wenn eben wieder Angstzustände kommen oder irgendwelche Informationen hochkommen, die ja wieder raumzeitlich gerechnet sind, da ist ja dieser rote Automatismus, dem wird ja bewusst, dass sich da jetzt etwas verändert. Dann ist es aber sehr wohl, dass ich beobachten kann, wie sich etwas auflöst. Ja, aber nicht die Einzelbilder. Du weißt immer, es sind ja alles jetzt. Wir haben im Arbeitsspeicher ja zuerst einmal diese Hierarchie unseres symbolischen Computers. Ist immer wieder, was du dein Lebensbuch aus deiner Protagonistenperspektive ist jetzt das Leben, das du im Arbeitsspeicher hast. Das, was ich ganz simpel ein Buch nenne oder ein Programm. Und ich sage jetzt nochmal ein interaktives Videospiel. Und auf diesem Videospiel sind alle Charaktere drauf, die in dir auftauchen. Mhm. Und du wirst zuerst einmal akzeptieren müssen, dass sobald Figuren, also personifiziert auftauchen, hinter jeder Figur eine eigene Abi, ein eigener Charakter, eine eigene KI steckt. Ob jetzt da noch ein Geist dahinter steht oder nicht, es steht immer ein Geist hinter den Bildern, nämlich du selbst. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Wir setzen jetzt einmal zu einer KI einen individualisierten Geist, was ich Geistesfunk nenne, das natürlich dann auch du bist als Leser. Da gibt es auch wieder zwei Seiten. Es kann eine reine geistlose KI sein. Das wäre, wenn du einen Singleplayer-Modus spielst, ist nur die Rolle, die Figur, die du spielst, dieser Geist. Und du bist natürlich auch der Geist, der sich die anderen KIs ausdenkt, aber du schaust nicht aus der Perspektive und du bist auch nicht gebunden an diese zwanghaften Reaktionen dieser KIs, weil das ja nur Erscheinungen sind, die du beobachtest. Ja. Mhm. In einem Singleplayer-Modus ist es so, sobald du im Computerspielbereich einen Multiplayer-Modus spielst, kann es durchaus sein, dass hier 5, 6 Menschen, Figuren in deinem Traum auftauchen, die jetzt vom eigenen Geistesfunk, das natürlich auch du bist, gespielt werden und der Rest sind nur KI. Mhm. Aber was prinzipiell ist, jedes personifiziert erlebte Leben erfordert zuerst einmal ein persönliches Programm, einen Schwamminhalt, der dieses Leben generiert, mit diesen Reaktionen, mit diesen Blickwinkeln. Mein Wildbad-Beispiel bleibe ich ja nur in den Blickwinkeln. Es ist so tief, dass wenn man sich erhebt, kann ich rein, was jetzt die optische Perspektive anbelangt, mich in diese 200 Köpfe reindenken, die ich mir ausdenke und sagen, schaue ich aus den Augen, würde ich jetzt rein durch die Augen den Blickwinkel das sehen. Ich kann jetzt zum Beispiel Folgendes machen, unserem letzten Selbstgespräch mit der Kerstin, der Andrea und den Holger. Mhm. Da sage ich, ich rede jetzt nicht von dem Udo, aber auch mit dem Udo-Programm kann ich, obwohl ich am Computer sitze, von mir sind auf dem Bildschirm nur der Holger, die Andrea und die Kerstin. Der Udo ist ja personifiziert mit dem Udo-Programm. Mit dem Holger-Programm tauscht sich das aus, da ist der Holger personifiziert, soweit, soweit. Ich kann jetzt durch die Augen von der Andrea, weil wenn die an ihren Computer sitzt, ich sehe ja nur das Bild, das Gesicht von der Andrea, ich weiß, wo ihr Computer steht und was über den Computer drüber geschaut sich befindet. Mhm. Ich kann jetzt durch die Augen vom Holger schauen, weil ich weiß, wo sein Computer steht und was hinter dem Computer ist. Das kann ich konstruieren, aber nicht bei der Kerstin, weil ich noch nie bei der Kerstin in der Wohnung war. Ich kann jetzt, ich weiß genau, was jetzt der Redo und die Diana, ganz grob natürlich nur, im Hintergrund hinter dem Computer haben, weil ich weiß, wo er sitzt. Ich weiß auch, wie das jetzt bei Gogo und Trixi ausschaut. Weil ich jetzt im Hintergrund die Küche sehe, also ihr steht jetzt hinten, ich weiß jetzt, wie ihr ins Wohnzimmer reinschaut, von der zur Straße. Bei der Kerstin konnte ich das nicht, weil bei der Kerstin war ich noch nicht. Ich sehe nur das Bild im Hintergrund, wenn sie am Computer sitzt. Ich weiß aber nicht, was die Seite ist, wo ich nicht sehe. Ja. Es ist nur genau, es geht jetzt nicht um besser, sondern geh die Gedankengänge mit. Das kannst du auch machen, wenn du skypst. Skypst du mit einem Bekannten, wo du schon mal in der Wohnung warst. Bei der Helene warst du. Die Helene, wenn ich zum Beispiel skype,
die sitzt ja mal im Rücken mit dem Kachelofen oder sie sitzt auf dem Stuhl vom Toni, wo ich dann den Kachelofen weiß, der müsste dann hinterm Computer, ist der Kachelofen. Genau. Wenn du jetzt in der Essecke, merkst du, du kannst dich reinzoomen, aber nur, wenn du hier in einem gewissen Maß in demselben Bereich schon mal warst, wenn der in der Matrix aufgeschmissen wird. Mhm. Und das, was wir jetzt machen, ist nicht irgendwie, ich nenne das zwar zuerst einmal eine Hirnwichserei, aber das ist eine extreme Analyse, was sind für Informationen in meinem Kopf und auf was bauen die eigentlich auf? Hundertprozentig sicher nicht mit irgendeiner Welt, die da außen existiert, mit dreidimensionalen Raum, die da sind ohne dich. Ja. Sondern das Programm im Hintergrund macht diese Welt, die du erlebst. Krieg ich mir zu. Es ist ganz anders. Und ich sage, es ist eine Traumwelt, es sind symbolische Bilder und darum ist jetzt auch der Computer und das Internet und alles da. Ich habe in älteren Selbstgesprächen schon erlebt, wir können jetzt meine Lorberschrift, der Schreibstift Gottes, ich könnte jetzt sagen, der Lorber, den ich mir ausdenke, ist genauso wie der Udo, den ich mir ausdenke, oder der Redo, den ich mir ausdenke, wenn das auf deiner Rolle drauf ist. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass zum Beispiel der Gogo-Rolle schlechter oder besser ist, nur weil er da aktiv nichts damit zu tun hat. Das ist die Sache, wo ich versuche, mit dem Kabelstecker zu erklären. Ja. Du kannst eine ganz normal unscheinbare Verkäuferin sein oder was auch immer und intensiv dich für Holofeeling beschäftigen. Du kannst dann wie unsere Du extrem Gedichte schreiben und eigene Bücher drüber schreiben. Das hängt auch von deinem Leben ab. Wenn sie jetzt die Möglichkeit hat, weil ihr Mann gut verdient hat und sie daheim war, eigentlich nur Mutter und Hausfrau war und die restliche Zeit sich mit geisteswissenschaftlichen und esoterischen Schriften beschäftigt hat, wenn dir dieses Leben ermöglicht. Was jetzt dann eine Familie, wenn du eine Rolle hast, dass du mit auf die Arbeit gehen musst, eine Rolle oder Schulrektorin, wie die Trixi jetzt, du spielst deine Rolle. Du lernst in jeder Rolle irgendwas anders. Die Rollen werden sowieso bloß von einem durchschaut und gespielt. Und dann kommst du in den Punkt, dass du viele, viele die Massenrollen gar nicht mehr spielen musst. Das ist dann Beiwerk. Das ist das, was ich KI nenne. Genau. Aber das bleibt existent, das kommt und geht. Und das muss ganz tief in dir installiert werden und auch wenn das dann vollkommen logisch erscheint, kann dich trotzdem wie aus nichts wieder Zukunftsangst anfangen. Ja. Und dann ist man irgendwie wieder verzweifelt, weil schon wieder das Ego ist, das sich in dir aufbäumt. Weil eben noch nicht hundertprozentig installiert ist, die Gedanken überleben eh nicht. Man will das, was man zu sein glaubt, am Leben erhalten, weil irgendwie man noch meint, es kommt dann auch nichts. Weil du kannst nicht von unten nach oben sehen. Das ist das Verrückte. Das ist, du kannst so unendlich viele Gedanken aufschmeißen mit deinem Programm. Das war das am Anfang, wo ich erzählt habe, du hast unendlich viel Wissen in dir. Du musst nur akzeptieren, dass du jetzt ein träumender Geist bist. Der nicht weiß, dass er träumt. Das sind die zwei Seiten. Wenn du nicht weißt, dass du träumst, da gibt es in Selbstgesprächen unheimlich tolle Dialoge. Das ist, ich hebe ganz kurz nochmal meine berühmte, zigfach erwähnten Satz. Folgende Situation, du stellst dir vor, du schreckst schweißgebadet hoch. Du erwachst schweißgebadet in deinem Bett und denkst dir, boah, Gott sei Dank, die Scheiße war bloß ein Traum. Im Moment des Erwachens wird dir bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, was du angeblich zeitlich vorher erlebt hast, du denkst es ja jetzt, dass das nur ein Traum war und weil du nicht wusstest, dass du träumst, war das für dich vollkommen real. Da du dir diese reale Vergangenheit jetzt, wenn du in die Vergangenheit denkst, immer wieder, wie gesagt, alles, was du räumlich oder zeitlich woanders hin denkst, sind eh bloß Gedanken. Und ich sage jetzt, wenn du dich jetzt anschaust, den Körper, der jetzt da ist, weil du bist ja schweißgebadet hochgeschreckt, dann, wie du noch zitternd da sitzt, muss dir klar sein, dass bevor du nicht wusstest, dass du bloß im Bett liegst und schläfst, das war jetzt normal gesprochen, normal, raumzeitlich, logisch, dass das ja vollkommen real gewesen sein muss, bevor du wach geworden bist für dich, weil sonst würdest du jetzt nicht zitternd, schweißgebadet im Bett sitzen. Ja. Aber in dem Moment, wo du geistig jetzt zitternd und schweißgebadet, praktisch wach geworden aus dem Traum im Bett sitzen siehst, bist du schon wieder eine Figur in deinem Traum. Traum im Traum. Das heißt, in dem Moment, wo du wach wirst, schläfst du eigentlich ein und fängst zum Träumen an. Du träumst dann diesen Tag, den du jetzt vollkommen als reale Person, die natürlich nur existiert, wenn du an die Person, an deinen Körper denkst, an die Maske denkst, den du jetzt erlebst, bis du wieder einschläfst. Jetzt haben wir einen eigenartigen Widerspruch. In dem Moment, wo du wach wirst, schläfst du ein. Was ist eigentlich Träumen?
Träumen ist ein Bewusstsein, das in sich selber eine Welt kreiert, die es, E Quadrat, S, Ich-Bewusstsein, Rot, zu sehen bekommt. Das ist die E-Existenz. Das führt uns dann übrigens wirklich, ich habe den Faden nicht verloren, wenn du meinst, ich musste jetzt etwas ausholen, das führt uns nämlich zu unseren Jesuskindlein in der Krippe und den normalen Trockennasenaffen. Ist der Jesus jetzt ein Trockennasenaffe oder nicht? Für viele ist er ein Gott in der Wiege. Das ist der Trockennasenaffe. Der in der Krippe, der erkennt seine Rippe. Weil die Grippe und die Rippe, wir haben, ich habe ja kurz angesprochen, letzten Rest in Peace. Ja, ja. Peace ist ja der Frieden. Frieden ist die Frucht des Paradieses. Ja. Da wird es jetzt sehr interessant, wenn wir uns die Grippe und die Rippe, wissen wir ja, das Zeller, der Schattenaugenblick, wenn wir das anschauen, dann wirst du merken, über die Sprache, in der tiefen Struktur der Sprache verknüpft sich wieder. Schattenprojektion. Es ist einfach wirklich ein Programm, dass ich erzähle dir, was auf Zahlen aufbaut und du musst jetzt wieder in die Theba, in die Kiste rein, weil es ist zurzeit um dich herum Sodom und Gomorra. Es ist eine symbolische, ewige Geschichte. Es gibt nichts Neues. Den Kohle, den Prediger lesen. Es sind Nichtigkeiten, Nichtigkeiten oder Eitelkeiten. Selbe Wort, Eitelkeit ist die Nichtigkeit. Die eigene Eitelkeit. Bist du noch eitel? Jetzt ist natürlich auch das Eitel, können wir wieder hebraisieren mit 70 Zehn, ein Trümmerhaufen. Die Eltern, das ist übrigens zweimal das Wort Trümmerhaufen, Redo, nicht ja, sofort. Also 70 Zehn TL, der Deli. Ja. Da steckt ja im Hintergrund der Kleiderhaken mit drin, was das K-Light, das an einem Haken hängt, wo du in einem Kleiderhaken, in einem Bügel, ich würde jetzt zu weit fühlen, wenn ich gehe, dass du hier mit einem Kleid praktisch auf einem Stecken SD Ecken festhängst. Nein, von der Stange. Das ist aber dann, wird jetzt, wenn du mal das hast, kann man das alles erklären. Du kommst aus dem Kontext nicht raus von Holophilie. Ja. Und es ist wichtig, du musst es irgendwann einmal in irgendeinem Leben, wird die Phase kommen, wo du dich interessierst. Darum sage ich, du wirst das neue Buch nicht zum Lesen bekommen, wenn von dem alten nicht sich alles aufgelöst hat. Bei unserer Helene sage ich immer wieder, du wirst jetzt auch immer wieder bei dir in der Wohnung mit dem Helene-Programm an den Doni denken. Es ist doch normal, es ist so normiert, es ist doch auch nichts Böses. Mit schönen Gedanken, aber nicht mit Wehmut und mit Trauer. Aber richtig, geschafft hast du es, wenn du an den Doni und an die Helene so wenig denkst wie an Fritz Mustermann. Wer ist Fritz Mustermann? Kenne ich nicht. Wenn das abgehakt ist, wenn von dir Geist, der du jetzt die Rolle von der Helene spielst, sage ich jetzt zu der Helene, also zu dem Geistesfunk, der mit dem Programm Helene läuft, dass das überhaupt nicht mehr existiert, dann ist das Buch im Bücherregal und du liest ein neues Buch. Dann läuft ein neues Programm. Das ist ja die Falle in der Esoterik, wenn ich mich dann erhebe und ich habe mich auf dem Operationstisch liegen sehen. Oder ich bin dann wach geworden, die Nahtoderfahrungen. Was die nicht merken, ist, dass die noch voll, ich, voll in der Identifikation mit dem Trockennasenaffen sind, der natürlich dann im Jenseits ist oder wo auch immer, wo ich dann wach geworden bin auf einer Wiese. Ich kenne so viel. Es ist immer noch, dass dieser Geist meint, er ist diese eine Person und alles andere ist was anderes. Es ist so simpel, es ist wirklich mein berühmtes Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Das so unmöglich klingende ist, wenn du die Lösung siehst, dass du sagst, Mensch, ich bin ja so neben mir gestanden. Ist wieder eine einseitige Aussage. Du musst jetzt komplett neben dem stehen, den du beobachtest. Um den beobachten zu können. Und du musst dich so von dem abgelöst haben, dass nicht mehr ein Hauch von diesem Wertesystem dieses Charakters in dir existiert, sondern dass du vollkommen wertfrei diesen Charakter, dein eigenes Wert- und Interpretationssystem, das du mal beobachtest und durchschaust, dir bewusst machst, was glaube ich eigentlich? Dir nützt die Theorie und die Praxis, das begriffen haben und das installiert haben, ist ein riesengroßer Unterschied. Und selbst der ganze Holofeeling-Intellekt von einem Redo-Programm jetzt, lehr dich eines anderen, dass wie aus dem Nichts wieder dich eine Angst anfällt. Und wenn du jetzt dann wirklich den Dreierschritt eigentlich gemacht hast, wirst du irgendwann wirklich schmunzeln und dann ist es endgültig vom Tisch. Das ist meine Metapher, dass ich sage, mein Führerscheinprüfungsbogen, du musst den Zustand kriegen, dass wenn du Sachen, die du einseitig siehst, die du einseitig definierst, dieser Wahn, dass die eigene Logik
Dass dir die logisch erscheint, ist ja wohl klar. Was sollte dir logisch erscheinen, wie die Logik, die du zum Denken benutzt? Das Problem ist, dass so viele Sachen in dir auftauchen, die dir unlogisch erscheinen, und bekämpfst es. Und genau das ist das, was du brauchst, um auf eine höhere Ebene zu kommen. Das bedeutet, liebe deine Feinde. Und jetzt könnte ich lieber, bring mir einen, der mit eigenen Augen beobachtet hat, dass dieses oder jenes ist, das er nur vom Hören sagen kann. Das sind Meineide. Haben wir dasselbe Problem mit dem Bewusstsein, dieses liebe deine Feinde. Als Feind definiere ich alles, was dir böse, schlecht, gefährlich oder unlogisch erscheint. Das ist das Christen. So, und jetzt bringen wir eine Figur, die das von sich behaupten kann, dass sie keine Feindbilder mehr hat. Inklusive dir selber. Und wenn es im Kleinen geht, wenn es die... Es geht um einen Bewusstwerdungsprozess. Und dann kommt irgendwann einmal, dann kriegst du einen Seelenfrieden, obwohl deine Rolle noch sich über was aufricht. Jetzt bist du zu dem bewussten Schauspieler geworden, der wirklich nur, meine Rolle zwingt mir das jetzt auf, hier Zukunftsangst zu spielen. Mhm. Aber mich betrifft es ja nicht, das betrifft ja bloß die Rolle. Die Rolle, ja. Genau. Mhm. Das Schöne an Holofeeling ist, dass wir an bestehenden Sachen nichts verändern, sondern nichts verändern heißt, wir verändern nichts. Jetzt sagt der Ingo ja immer, du musst es vervollkommnen. Ich spreche zu dem Geist, der auf einer anderen Ebene ist. Du wirst nämlich jetzt feststellen, dass was Eigenartiges passiert. Ich sage immer, richtig und verkehrt ist die Richtung und die Kehrseite, dieses Austauschbar. Auch die Kehrseite ist richtig. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, nämlich mit rechts und links. Wenn du jetzt beim Menschen an den rechten Arm denkst und den linken Arm, dann ist es klar, es gibt einen rechten Arm und einen rechten Arm oder eine rechte Hand und eine linke Hand. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn sich zwei Menschen gegenüberstehen? Mhm. Dann wirst du plötzlich feststellen, dass von dir aus gesehen die angeblich rechte Hand die linke Hand ist von dem gegenüberstehenden Menschen und umgekehrt. Mhm. Dass hier schon nochmal in Bezug auf den Körper ganz klar festgelegt ist, dass ein Körper eine rechte und eine linke Hand hat. Und die hat er auch, egal von welcher Seite du dir den Körper anschaust, bleibt die rechte Hand und die linke Hand die linke Hand. Wir denken uns einmal zwei Körper, dann ist es halt so. Okay? Mhm. Jetzt, wenn ich aber zwischen den zwei Körpern einen Tisch dazwischen stelle, T-Tisch, und ich lege jetzt noch eine Birne und einen Apfel nebeneinander auf den Tisch, und ich frage den einen, was ist rechts? Dann sagt der, rechts ist der Apfel, und der andere sagt, nein, links ist der Apfel. Ja. Sobald die aber an ihre Hände denken, denkt jeder an dieselbe rechte Hand, auch beim anderen, obwohl der die, den du anschaust, dann die rechte Hand von ihm, die du denkst, eigentlich links ist. Ja. Ihr seid dabei? Ja. Es ist jetzt ein, was jetzt so banal klingt, ist elementar wichtig für dein eigenes Denken, in Form von richtig und verkehrt, wie du oft manche Sachen setzt, wo dir das logisch erscheint und dann deine Logik dich wieder aufzwingt, dass es wieder unlogisch wird. Ja. Mhm. Es ist immer ein Spiel von Perspektiven, von Drehen, von Anschauen. Ja. Und dasselbe ist mit Glaubenssystemen. Mein tausendfach zitiertes, wurde jetzt Jesus gekreuzigt oder nicht gekreuzigt? Wer bestimmt es? Ich sage zuerst einmal, der sich jetzt an Jesus ausdenkt, der gekreuzigt wird, der kann das dann auch bestimmen. Nur der sich das ausdenkt, und das hängt von deinem Schwamm halt ab. Hast du ein muslimisches Programm? Ein Koranprogramm oder hast du ein Neues Testamentprogramm? Mhm. Aber der Witz, ich erkläre dir, beides stimmt. Mhm. Und der Wahn, zu meinen, dass nur die eigene Seite, die eigene Einseitigkeit stimmt, das ist der Hass. Du, Redo, was, wie oft ich sagte, warum hassen eigentlich in muslimischen Ländern, wenn ja die Christen extrem verfolgt, wieso hassen die Moslems eigentlich aufgrund ihres anerzogenen Glaubens, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, die so sein müssen, wie sie jetzt gedacht werden, wieso hassen die Christen in ihren Ländern so? Mhm. Ja, ganz einfach, weil die sagen, weil die göttlichen Gebote brechen. Die halten sich hier ganz definitiv an die Gebote. Und das erste Gebot ist ja für Moslems geltendes Recht, diese 10 Gebote. Und da heißt es doch ganz einfach, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Erstes Gebot. Und die Christen beten dieses Kreuz und diesen Jesus als Gott an. Und darum werden die so gehasst, weil das Gesetzesverletzer sind von den Moslems aus. So, wo sie recht haben, haben sie recht. Das ist, du musst nur dich zugänglich machen, was für eine Logik zwingt dir eigentlich das auf. Aber was sie nicht merken, ist, dass sie Feindbilder postulieren. Was hier Isa, das ist der große Lehrer, Jesus im Koran auch lehrt. Mhm.
dass du deine Feinde zu lieben hast. Du weißt, Koran, Sure 191, 92. Töte deine Religionen, heißt es da. Töte all deine Religionen, weil sie euch unfrei machen. Das steht im Koran. Ich sage, da sind sie komischerweise taub, da müsst man selber denken. Da wirst du immer wieder feststellen, einer, der eine Sekte oder Gruppe aufbaut. Dann kommt aber gleich wieder eine Schwächerung. Nein, nicht töten, vertreibt sie bloß aus euren Köpfen, sage ich jetzt. Vertreib sie aus deinem Kopf. Nicht töten. Vertreiben, nur vertreiben. Fisch und weg, sagt der Udo. Scheiß drauf. Das muss irgendwann einmal durch sein. Das beste Gebet, was es überhaupt gibt. Wenn es dir irgendwann dreckig geht, wisch und weg, scheiß drauf. Genau. Der alte Gangster da oben, den mir jetzt Gott nennen, der wird schon wissen, was er mit mir machen will, was er mit mir vorhat, irgendwann einmal in der Zukunft. Mhm. Die nie in der Zukunft passiert, sondern immer bis jetzt. James Bond Beispiel. James Bond Beispiel, alte Beispiele, ganz simple Beispiele. Alles ist gut. Du bist unkaputtbar. Du Geist, der du mich jetzt sprichst, sei, wer du zu sein darfst. Drum ist immer wieder das Einzige, was ich von dir fordere, ist, vertrau meinem Wort. Vertraut, aber in einem heiligen Zustand. Vertrau mir ganz einfach. Will Wunder, heute bloß in unserem Chat, will Wunder, muss ich euch denn noch einspielen? Ja. Jetzt mit, ich bin der Gott, der vom Himmel herabgestiegen ist. Mhm. Trotz vorher das Video, die 226. Ist das in Österreich aufgegangen? Bei der Rede, das ist auch eine schöne Spiegelung. Okay. Jetzt die letzten Einträge im Chat. Mhm. Weil da ist ja ASB, Zaubererbruder, das Lied. Und dann hat unser Thomas, Zwilling, der Thomas, hat dann hier von ihm diese Fassung aus Philadelphia, Mama Morda, La Mama Morda. Ich habe den Zaubererbruder reingestellt, vor Asof, ASB. Und dann hat er die Stelle 2 Minuten 26, den kleinen Auszug laufen lassen. Und dann mache ich aus einem Video rein von La Mama Morda, Philadelphia, die 226. Sekunde lasse ich es loslaufen. Und da heißt es, ich bin der Gott, der vom Himmel herabgestiegen ist. Und dieses Video, hochinteressant, wenn ich jetzt in die Zeit zurückgehe, wie das Holofeeling losgegangen ist, wie der Redo seine Updates reingestellt hat. Mhm. Meine Updates in seinen Kanal, die er von mir gekriegt hat. Das sind viele Videos, die ich in Deutschland hier laufen ließ, sind weder in der Schweiz noch in Österreich aufgegangen. Mhm. Entschuldigung, viele Videos vom Redo, die in der Schweiz gelaufen sind und in Österreich, sind in Deutschland nicht gelaufen. Mhm. Ja. Wenn der Mama was war. Ja. Die waren mit der GEMA-Schutzrechten in Deutschland gespannt. Jetzt ist es fast oft umgekehrt, dass in Deutschland Videos laufen, die in der Schweiz und in Österreich nicht laufen. Mhm. Es ist jetzt zum Beispiel dieser Ausdruck, dieser Filmausschnitt von Philadelphia ist in der Schweiz und in Österreich, weiß ich noch, in der Schweiz ist es gespannt. Okay. Das läuft jetzt in Deutschland. Du merkst, es ist immer wie einatmen und ausatmen. Mhm. Dann ist es mal so und dann ist es so. Es ist immer einseitig. Jetzt ist es immer einseitig. Immer polar. Mhm. Und die sind ihm gleichzeitig da, wenn du aus dem chronologischen Denken herausspringst. Mhm. Und all solche Selbstgespräche, wo ich versuche zu inspirieren, darum habe ich ja gesagt, nehmen wir es mit auf. Wir können jetzt wen partizipieren lassen. Mhm. Das ist der Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Egal, wer du zu sein glaubst, das bist auch du. Du denkst ja den jetzt, den wir uns ausdenken, denkst du ja genauso aus, so wie du jetzt an dich selbst denkst oder jetzt hier diese Pixel auf dem Bildschirm dir ausdenkst. Mhm. Weißt du, ist auch so dieser Satz, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, eigentlich innen, weil ihr glaubt, in einer ganz bestimmten Welt zu leben, was aber um euch herum als Geist gesehen außen von euch ist, außerhalb. Ihr seht laufen Sachen, die ihr nicht seht, ein so ein unendlicher, simpler Satz und ihr hört Sachen, die ihr nicht hört. Ja. Neues Testament lesen, Jesus, so gut alter Freund von mir, ein Leben, das ich schon längst gelebt habe. Ich ist jetzt nicht der Udo, ist auch bloß ein Leben. Ich lebe auch das Redo-Leben und das Gogo-Leben und das Trixi-Leben. Das sind nämlich keine KIs. Das sind natürlich auch KIs. Der widerspricht sich ja laufend, höre ich dann. Der lässt er verstehen, der behauptet was und dann verneint er das, was er behauptet hat. Und dann wiederum bejaht er das wieder, was er kurz vorher verneint hat. Um dieses Prinzip klar zu machen, dieses Umdrehen um die Achsen, mhm, in den Spiegeltunnel, dass eben das, was getrennt, was sich widerspricht, untrennbar zusammengehört wie der Wellenberg und das Wellental. Das ist ein Dilemma, eine Zweiwertigkeit, das wir erweitern können mit der Wohnung. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich eine Küche, ein Wohnzimmer, bla 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 bla. Dass wir das eine auch zu Filmperspektiven machen können. Das ist das neue Denken.
kein esoterisches, religiöses und naturwissenschaftliches Geschwätz. Obwohl alles stimmt. Aber solange du unbewusst chronologisch, räumlich und zeitlich denkst, hast du es nicht verstanden. Du kannst dir das dann logisch erscheinen, begriffen haben, aber ich sage immer wieder, du hörst jetzt das Selbstgespräch an und dann musst du meinetwegen auf die Arbeit. Oder die Haustürglocke klingelt. Schon die Aussage ist verkehrt, es kann nie eine Haustürglocke klingeln, sondern es ist einfach nur ein Klingelgeräusch da, das jetzt in dir auftaucht während des Selbstgespräches und dann denkst du, ob du willst oder nicht, an die Haustürglocke oder an dein Handy. Ja. Im Anfang war das Wort und das Wort ist in der Ebene ein Geräusch. Optisch geschriebene Zeichen, Symbole, Computer, Dateien, mhm. Akustisch ein Geräusch, es ist nur eine andere Darstellungsform. Du hörst ein Zwitschern, denkst an Vögeln. Du hörst wieder ein anderes Klingeln, denkst an der Kirchenglocke. Und jetzt kommt dieses Umdrehen der Kausalität. Du bist so programmiert, dass du glaubst, dass die Kirchenglocke, der Vogel, das Handy die Ursache für das Klingeln ist, das du hörst. Aber wenn du wirklich im Jetzt bist, ist die Ursache, dass in deinem Traum ein Klingelgeräusch auftaucht, zwangsläufig wirst du wie ein Mechanismus, wirst du dann als nächstes Bild eben eine Kirchenglocke, ein Vogel oder die Haustierglocke erschaffen. Jetzt kommt wieder das Spiel, wo ich gesagt habe, Hunger, ein Gefühl. Nächster Gedanke, Reizauslöser, oh, ich habe einen Hunger. Ja. Dieser Reiz auf das Gefühl, diese Reaktion, ist eine neue Information, die aber auch wieder beides auch ein Reizauslöser, ich muss mal Brot machen, dieses Spiel. Und jetzt setzt du dich in Bewegung. Ja. Und dann entsteht in dir etwas. Und jetzt ist es interessant, dass wir ja Bonbon, ich schreibe nur Bonbon, schreibe als BNBN. Habe ich früher immer wieder gesagt, mein Name ist Bon, Bonbon. Jetzt mache ich alles, es gibt keine Zufälle. Da gibt es diese schöne Werbung, Nimm zwei. Nimm, die Existenz einer intellektuellen Gestaltwerdung. Mhm. Heißt, schlummern, leicht schlafen. Anfangen. Das hebräische Meme. Da musst du aber zwei nehmen. Du solltest, schaust aber immer bloß einen davon an. Und diese Uhr 2, Z-Waff, die Geburt von was Sottet aufgespannt, heißt herausgehen im Hebräischen. Das hebräische Wort Zade Waff heißt herausgehen. Das sind ja die Zapfen auf den Augen, die du dir vorstellst. Wir können ja das Ortsvokal wegschmeißen, aber ZB, das heißt auftauchen. Aber das Wort Tauchen ist natürlich auch, Dia heißt die erscheinende Schöpfung, das heißt wieder Wachraum auf Hebräisch. Jetzt befindest du dich in einem Wachraum. Mhm. Und Chen ist die Gnade in einer kollektiven Existenz. Genau. Das ist bloß die Frage, das ist jetzt für einen, der die Vedo nicht, die nippen nur, wenn man ein bisschen Grundlagen von der Vatersprache hat, das ist Deutsch-Hebräisch. Mhm. Das ist ein Programm, ich kann nicht mehr sagen, eine Matrix und versucht es nicht, das ist mir ganz wichtig, versucht es nicht, irgendwelche Figuren in einem Traum zu erklären. Mhm. Es werden niemals Existenzen erkennen. Wenn ich jetzt auch rede, meine ich nicht das Pixelmännchen, das du jetzt siehst. Das ist auch die große Erkennnis. Wir hatten unseren Matten, fällt mir gerade ein, der hatte hier so ein holographisches Lautsprechersystem, hat er reingestellt. Setzen Sie den Kopfhörer auf. Ja. Müsst ihr dann schmunzeln, da stehen mir gleich die Haare zu Berge in der Begeisterung, wenn du das liest. Es ist so weit weg von dem, was Holofeeling ist. Ich meine jetzt auch lautsprechertechnisch. Das habe ich in Ich bin nur schon erwähnt. Das hat mit echt nichts zu tun. Es ist extrem spektakulär, wenn du einen Kopfhörer hast. Die alten hat eine Kunstkopfaufnahme erwähnt. Du musst dir nur die Frage stellen, was höre ich jetzt? Da ist eine Simulation drin, das streichelt so anzünden war. Wenn man das anschaut, kann man das Video bei YouTube eingeben, Hologramm, holographische Wiedergabe, Streichhölzer. Holographics oder wie das heißt. Dann hörst du da das Rascheln vor dir oder um dich herum läuft an der Rum. Wir haben ja diese Sachen. Das ist alles ganz interessant, spektakulär, wenn du einen Kopfhörer auf hast. Aber das ist so, wie wenn ich jetzt sage, du schaust dir einen guten Film an einem Fernseher, wenn du einen modernen Flachbild in HD hast. Das, was du siehst, sind keine Menschen. Das ist auch spektakulär. Es ist so weit weg. Stell doch einfach dann irgendeinen anderen neben dem Fernseher hin und dann schaust du dir den echten Menschen an und dann schaust du dir das Bild an und dann siehst du einen Fernseher und du siehst dann menschlichen Körper, eine Person. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass da überhaupt nichts mehr echt ist. Gar nichts. Und was du jetzt hörst, du kannst die teuersten Hi-Fi-Boxen oder einen Kopfhörer aufhören.
Wenn du das hören willst, hörst du, ich habe einen Kopfhörer auf. Schon wenn ich höre, es ist total echt, setz zuerst den Kopfhörer auf. Dann hörst du einen quäkigen Kopfhörer, wenn du den Kopfhörer hören willst, so wie du den Fernseher siehst, wenn du den Fernseher anschaust. Dann sind da keine Menschen. Du musst erst einmal die Grundlage dessen, was ist, vergessen. Dass du dann das plötzlich echt hast. So wie du das Buch vergessen musst, das ist die Grundlage, zum Beispiel, wenn du einen Roman liest, richtig real in deinem Kopfkino wird es erst, wenn du nicht mehr an das Buch denkst und an dich, an den Leser denkst. Dann wirst du nur ein Zuschauer, der was erlebt, nämlich den Roman. Das ist wieder das. Ja. Du die Gedanken mit, du kannst alles hundertprozentig überprüfen, was ich dir sage. Holofeeling zwingt dich nicht, irgendwas zu glauben in einer Vorstellungswelt, die Wassermoleküle oder Planeten, die sich um Sonnen rumdrehen, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Wo Widersprüche drin sind über Widersprüche. Wo immer wieder Fehler, Hintergründe da sind, die du nicht beachtest. Das klassische heliozentrische Weltbild mit den Planeten, die sich um die Sonne rumdrehen. Holger, habe ich doch gesagt, er soll den Nödling mal alles nachrechnen. Dann hat er alles nachgerechnet. Dann hat er das verglichen mit den Planetenabständen. Dann hat er Fehler gefunden. Also, Holgerchen, da ist schon wieder, konzentriere dich auf die Umlaufzeiten, dann stimmt das. Soll ich bei die Darstellung, die Planeten, die einen gewissen Abstand zur Sonne haben, da musst du zu Kepler gehen und dann stellst du plötzlich fest, das sind ja riesen Ellipsen. Welchen Abstand zur Sonne nimmst du? Den, wo er dann schnell rumgeht, wo er schneller ist, oder den außen, wo er ganz langsam läuft? Weil dann kriegst du unterschiedliche. Egal, was du behauptest, sag ich, du hast aber das nicht beachtet. Du hast aber das nicht beachtet. Du hängst in einer Einseitigkeit, du musst die Ecke, diese Perspektive auch bewachen. Dann ist natürlich wieder das Nächste, wenn die rumdrehen, da sich ja unsere Sonne angeblich wieder um die Sonne, diese Fliehkraftdarstellung von Kepler, jetzt wieder von einem höheren System, da sich ja die Sonne selbst bewegt, wenn sich das rumdreht, dann kann das sich ja gar nicht durch die Schwerkraft drehen, weil dann zieht sich das ja auseinander, dieser berühmte Schwarm, der hinterher geht. Wenn sich die Sonne selber bewegt, dann kommt es wieder durcheinander. Es sind immer wieder Sachen, fehlerhafte Erkenntnisse. Egal in welchem Glauben du drin hängst, weil du Feindbilder bekämpfst, weil du sagst, so ist es richtig und dann musst du alles andere ignorieren. Dieses Zurechtrechnen, wo ich in der Quantenmechanik, das ja eigentlich ein Elementarteilchen, kann man ja gar nicht als Punkt betrachten, weil dann kann es sich ja nicht drehen und trotzdem hat es einen Spin, weil jeder ein Wissen nachplappert, die Up-Quarks und die Down-Quarks. Das ist unser Einheitspreis. Schon der Fehler, sich das so zu denken. Pass auf, genau genommen, wir machen mal einfach ein Spiel. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das leuchtet. Als Sinus dargestellt so. Einatmen, ausatmen. Wenn ich jetzt aber das sehe, dann ist hier, wir haben ja vier Phasen. Man beginnt nicht bei Null, sondern an den Äußerseiten. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Man macht einfach nur eine Polarität zwischen Ausatmen und Einatmen. Es gibt aber keine Polarität, sondern die Polarität ist eine Dualität. Und jetzt sehe ich, dass ich, wenn ich im Oberbereich bleibe, der Berg kommt und der Berg geht. Plus, Minus. Wenn wir das jetzt im Einheitskreis machen, Plus, Minus. Aber jetzt kommt es genau gespiegelt, Minus, Plus, Minus, Minus, Plus. Und das Spiel ist nicht, dass das einmal durchgehend ist, sondern das, ich kann mir das jetzt so, normal denken die ja, jetzt ist es hell, jetzt ist es dunkel, jetzt ist es hell, weil du eine Zeitachse aufspannst. Aber wir wissen, wenn wir jetzt auf unsere Erdkugel schauen, dass hell und dunkel gleichzeitig ist. Und dass sich das nicht verändert. Gibt sich immer auf. Es bleibt immer als Hintergrund. Dieses Phänomen, wenn dann überhaupt, wir denken an hell und dunkel oder wir denken nicht an hell und dunkel. Wir denken an Ein- und Ausatmen oder wir denken nicht dran. Jetzt siehst du aber immer bloß eine Hälfte. Du siehst die Hälfte oder die Hälfte. Aber merkst, jetzt funktioniert das schon nicht. Ich hoffe mal, dass das auf dem Bildschirm hinkommt. Ja. Aber wie sieht es das aus, wenn ich mir wirklich die Mitte bewusst mache und ich stelle fest, dieses Phänomen, dass eine Polarität, eine Welle auftaucht und wieder verschwindet. Meine Welle in der Badewanne. Die Nulllinie bleibt gleich. Schau, wenn ich jetzt die Nulllinie unten hinsetze, dann sieht es so aus, von dem kriege ich ja nichts mit. In dem Moment, wo ich krank bin, bin ich auch gesund. Das kriege ich aber nicht mit. In dem Moment, wo ich gesund bin, bin ich auch krank. Das kriege ich nicht mit, weil das jetzt so passiert. Wenn ich das ganzheitlich sehe, sehe ich dieses Phänomen. Die Tiefe gibt es ja nicht in unseren Spiegelungen. Das, was ich ja so empfinde, ist eigentlich ein Kreisen.
Wenn ich jetzt die Nulllinie unten mache, dann ist es hell, dann ist es dunkel, dann ist es hell, dann ist das dunkle Zimmer in dem Spiel. Das ist eine vollkommen neue Physik des Denkens. Wo auf der Datei immer alles gleichzeitig ist. Das habe ich tausendmal. Das ist unheimlich wichtig, dass dir das bewusst wird. Es wird nämlich dein ganzes Denken und deine ganze Welt verwandeln, die du dir ausdenkst. Es ist deine Welt, dein Traum. Wenn du wirklich wie ein täglich bist, dass man mit dir immer dieselbe Scheiße wiederholst. Und jetzt komme ich hier zur Angst. Das will ja der Redo nicht. Ein Problem, etwas Vorgelegtes, das in dir auftaucht, soll dir aber sorgen. Und ich habe gesagt, wenn man jetzt Fehler entdeckt, die erste Verwandlung ist, früher hast du dich über jeden Scheiß, wo deine Logik aufschreit, aufgeregt. Über die dummen Corona-Gegner, dass die gemeingefährlich sind, weil man ja weiß, dass das eine böse Krankheit ist. Oder anderes Programm über diese Mainstream-Zombies, die geistlos Welt aufbauen. Du erlebst die Welt, die du mit einem Traum generierst. Und du musst wissen, es gibt unendlich viele Traumwelten, wo gar kein Corona existiert. Selbst innerhalb des Mainstreams, sage ich jetzt ganz definitiv auf Deutschland bezogen, egal wo du nachschaust, dieses Jahr, wo diese Pandemie ausgebrochen ist, wir haben eine Untersterblichkeit. Das heißt, im Vergleich zu 2019, ich sage jetzt dazu, Einwohner bereinigt, das ist wichtig, weil ja die Bevölkerungszahl, wenn es schwankt, sind 2020 bis dato weniger Menschen in Deutschland gestorben wie 2019. Das heißt, von einer katastrophalen Ausrottung einer Pandemie ist nichts, absolut nichts da. Außer das, was du dir ausdenkst aufgrund von Medienberichten. Und jetzt ist es wie mit der Hühnerfarm. Wenn du jetzt anfängst, dir das überprüfen zu wollen da außen, stochastisches Denken, Redo. Ich kann es nicht wieder erklären. Holoarithmetik zählt dich am Schluss, wird genau die Stochastik beziehen. Wenn du was glauben willst, du bist ein Gott, erschaffst du das auf deiner Verabrede. Du erschaffst auch Hühnerfarmen auf deiner Verabrede, wenn du am Beweisen willst, auch dir selber, dass es da außen Hühnerfarmen gibt. Die Ursache ist aber nicht, dass die unabhängig von dir da außen existieren. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot, sondern dein Glauben verwirklicht den eigenen Glauben. Übrigens auch die Auflösung deines Körpers. Aber den kriegst du dann immer wieder, weil dann setze ich dich auf einen Nullpunkt und lässt dich stattig wieder neu ein, wie in einem Videospiel. So kriegst du dein momentanes Leben nicht los. Es verändert sich, wenn du es durchschaut hast, vollkommen durchschaut hast. Das heißt, wahrlich, dein Leben, 1000 Jahre sind wie ein Gott. Und das neue Leben, ein neues Buch lesen, ist ein vollkommen neues Buch. Wie ein neuer Computer mit einem vollkommen neuen Betriebssystem. Der Sprung von Basic in Windows. Und versuch nicht von Basic aus mit Basic-Logik zu verstehen, was man wie Windows alles machen kann. Es ist ein Anbau. Weil wir uns ja jetzt wieder reduzieren. Das ist wie wenn ich sage, das Flatland. Wenn du dir denkst, du könntest nur zweidimensional wahrnehmen. Obwohl du dreidimensional wahrnehmen kannst, kannst du dir den Sprung vorstellen zwischen Kreis und Dreieck. Und genauso ist es, wenn du weißt, was mit einem Basic-Betriebssystem möglich ist, was Basic für Basic geschriebene Programme auf dem Bildschirm zaubern können. Und was da aus dem Lautsprecher rauskommt mit Basic. Im Vergleich zu dem, was mit Windows geht oder mit anderen Linux, mit anderen hochwertigen Betriebssystemen. Dieser riesen Sprung in eine fotorealistische, dreidimensionale Holofeeling-Welt. Brauchst du Programme, die mit einem höheren Betriebssystem laufen. Und deine gigantische Welt, ich habe das so oft gesagt, setzt dich, macht Weltreise, wenn ihr beim Segeln seid, auf Zypern oder sonst wo. All das, was du erleben kannst, das sind von mir aus gesehen, sind das Basic-Programme. Ein Nichts, eine Ameisen, eine Schimmelpilzkolonie-Welt. Also versuch dir das nicht vorzustellen, so wenig wie ein Krabbel, ein Baby, ein Säugling, der zum Krabbeln anfängt, aus seiner Wiege rausgeht und langsam anfängt, hier zum Krabbeln sich aufrichten will. Was er weiß von dieser Welt, von einem Menschen, der hier 70 Jahre gelebt hat und die Welt bereist hat. Es ist auch dem Kleinen, der zum Laufen anfängt, gar nicht vermittelbar, was auf ihn zukommen kann, prinzipiell, wenn er das alles ausnutzt, was in ihm drin ist. Versteh die Symbolik, die ich dir mitteile. Und dann sagt ihr, es macht dich atemlos, was Holofeeling für ein Geschenk ist. Es ist einfach nur ein Türöffnen in etwas vollkommen Neues. Aber du musst was dafür opfern. Dein Haar. Du musst dieses Haar opfern. Dein Haar symbolisiert das ganze Wissen, das du zurzeit unabhängig von dir da außen um dich herum geglaubt hast, in die menschlichen Köpfe, in die Bibliotheken hineingedacht hast, in die Welt hinein, in deinen Brand, in deinen goldenen Brand hineingedacht hast. Dieses Wissen, dieser Buchstabe H, den musst du zuerst einmal opfern. Ja. Und dann kriegst du dafür mir ein ganz bewusst ausgedachtes Wort.
Haus. Das Wort Haus. Und Haus ist Biest. Dass ich an dem Haar nichts, überhaupt nichts verändert habe. Das ist das, was ich so höre auf, irgendwas verändern zu wollen. Du kannst eine göttlich perfekte Schöpfung, wenn du die ganzheitlich zu sehen vermagst, nicht besser machen, wie sie Gott gemacht hat. Nee. Was ist Gott? Gott ist All. Gott ist es Nichts. Das ist El All. Dieses Nichts, dieses Nihilo, das unendlich viele Möglichkeiten erzeugen kann in sich selber, was letztendlich wir selbst sind. Da bist du ein Teil davon, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Natürlich nur, wenn du mich sprechen hörst. Aber was hörst du jetzt sprechen? Ihr Menschen, die ihr auslebt, ihr seht laufend Sachen und hört Sachen, die ihr weder seht noch hört. Schau doch einfach, das ist das Einzige, was ich hier will. Brauchst du ein bestimmtes Wissen, um dir bewusst zu machen, was jetzt wirklich da ist? Ja. Es ist eine Frage des Bewusstseins und nicht des Wissens. Wissen, das, was du weißt, sind die Wissenselemente. Das sind diese Facetten, die in dir auftauchen. Das ist jeder Moment, der in dir auftaucht, ist dein momentanes Wissen. Moment. Schau mal, siehst du jetzt einen Menschen vor dir? Hörst du jetzt eine menschliche Stimme? Ich sage, das ist unendlich einfach. Das ist auch so einfach, wenn du so einen Kopfhörer auf hast und hörst dann so eine extrem spektakuläre, dreidimensionale Kunstkopfaufnahme. In diesem Video, wenn du das laufen lässt, auch mit einem Kopfhörer, egal welchen Kopfhörer du hast, das hat mit einem echten Streichholz, das du 2 Meter vor dir angezogen wird, nichts zu tun. Echt, meine ich jetzt einfach sinnlich wahrgenommen aus deinem bisherig gedachten Außen. Aber da kommen wir von dem Streichholz, wenn du das auf der VR-Brille hast, kommen wir keine Schallwellen auf dich zuflogen. Das widerlege ich und beweise ich auch in der bestehenden Physik. Denk an meine Analogplatten, es gibt kein analoges Signal in der Welt. Es ist digitalisiert, es ist ja eine binäre Struktur, Bündchen, Bündchen, Strich, das sind die angeblich jetzt ausgedacht Bündchen und Strichchen oder die Einsen und die Nullen. Der Datei. Die während du jetzt diese Datei anschaust, wird da kein aller einzige 1 oder 0 aufgemacht oder zugemacht. Das ist ein absolut statisches Kontinuum, das nur in Facetten in Erscheinung tritt, immer in Ganzzahligen, wie der Max Planck das sagt. Warum sagt er das? Wann existiert er eigentlich? Wenn ich ihn erschaffen habe in deinem Kopf, in deinem Intellekt. Und du erschaffst jetzt die Figur Max Planck, wenn du an ihn denkst. Und wo kommt er her? Aus dem Speicher, aus dem Wissensspeicher, den ich in dir abgespeichert habe. Logik. Was in deiner Kiste drin ist, in deiner Kast, in deinem Kasten, in deiner kleinen Deba, das hast du von mir. Was ich jetzt mit mir natürlich nicht den Udo meine, dürfte dir klar sein. Ich meine uns, weil wir denken uns doch jetzt dieses Gespräch aus. Also du musst erst einmal ich werden. Und sage, ich bin der größte Egoist, den es überhaupt gibt, weil alles, was ich mache, mache ich bloß für mich. Für das rote Ich, das ich zurzeit bin. Und ich bin du. Ich bin der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Die Figuren, die wir uns ausdenken, oder die sind nicht wahrgenommen in Personen, bis auf den Körper, den du jetzt empfindest, das muss dir vollkommen wurscht sein, gleichgültig werden. Jetzt haben wir's. Lass mal es gut sein. Ich habe mal gesehen, wir haben eine Minute 13, eine Stunde 13 Minuten 13 ist eine schöne Zahl. Und jetzt haben wir eine Minute 13, 13, das ist die 26, da können wir wieder aufhören, weil wir ja alles gleichzeitig synchron laufen. Es war jetzt sehr schwer, das reinzupacken, weil man dachte, bei 1, 13, 13 mach Schluss. Habe ich gerade noch die Kurve gekriegt. Super. Es ist immer noch eine Runde, Mensch. Alles klar.